Ja, also herzlich willkommen auf dem inzwischen 276. Neuschwarmland-Treffen. Im 12. Jahr, alle 14 Tage, freitags, wenn es geht. Ja, bevor ich heute zu meinem Text komme, will ich ein paar Termine bekannt geben. Und zwar hat mir Herr Pieper mitgeteilt, das sogenannte Dienstagsgespräch. Das nächste wird am 8. April sein, 19.30 Uhr. Und ja, das ist wohl oben im Tiergarten Wedding, Tiergarten. Jan von Flocken, Bestsellerautor, Fokus-Redakteur zum Thema 200 Jahre deutsche Befreiungskriege, politisch unkorrekte Streifzüge durch die Geschichte der Deutschen. Wer Interesse hat, ich habe die Einladung hier, der kann sich die Formalitäten dann nachher abschreiben. Und weil das ist immer etwas kompliziert, der ist neulich da in Charlottenburg aus der Filmbühne Wien geschmissen worden. Nee, nicht am Filmbühne am Steinplatz, Entschuldigung. Da war ja kein Kino mehr drin, sondern so ein Veranstaltungssaal. Und da haben ihn irgendwelche aufmerksamen BRD-Bürger aus Charlottenburg, sogenannte BRD-Bürger, entdeckt. Und ja, dann, also das Übliche passiert dann, ne? Einer ruft den anderen an und die linken Zecken sind wieder unter sich. Ja, ja. Also ich habe ihn dazu beglückwünscht, nicht, dass er in der Öffentlichkeit, das stand auch ein kleiner Hinweis in der Morgenpost, wahrgenommen wird. Das heißt, er macht irgendwas Richtiges. Ne? So muss man das ja heute sehen, ne? Wenn man verfolgt wird von den Gutmenschen, ne, dann macht man ja irgendwas richtig. Ja, ein anderer Veranstaltung, ach so, das nächste Neuschwarmland-Treffen, das wird dann das 277. sein, wird dann am 11. April, also heute in 14 Tagen sein, wieder Freitag, alte Stelle, alte Welle. An diesem Wochenende vom 11. April findet auch ein anderes Treffen statt, das sogenannte Lesertreffen der Zeitschrift Recht und Wahrheit. Halt hier mal kurz rein. Ja. Also auch dort, wer da interessiert, aber das ist im Harz, nicht? Ja, so auf 900 Meter Höhe, da kann es natürlich im April noch recht kühl sein, nicht? Also der Mann, der die rausgibt, der Meinolf Schönbaum, der wird auch ziemlich verfolgt. Ich habe ihn neulich gesprochen, ja. 69 Hausdurchsuchungen hat er inzwischen hinter sich. Ja. Also, da kann ich nur sagen, also diesbezüglich wäre ich dann noch ein Waisenknabe mit meinen zwei, wenn man so will. Ja, gut. Aber auch da kann man nochmal hochhalten, ne? Recht und Wahrheit, die Zeitschrift. Ne? Da steht auch jede Menge drin. Also das langsame Tod der BRD, naja, die ist ja schon tot, ne? Aber egal. Also der muss irgendwas richtig machen, ne? Auch klar. Ne? Bei so viel Hausdurchsuchung, auch klar. Ja, dann, was habe ich noch? Ach so, manchmal, selbst die Systempresse macht ja manchmal was richtig, ne? Gibt hier eine Zeitschrift raus, die Gesundheit, ne? Und Sie kennen ja meine Einladungen, die lesen, nicht? Jetzt brauche ich bloß noch da was zuschreiben, nicht? Dann haben Sie schon den halben Weg, ne? Dass ich bin gesund, nicht? Das hängen Sie sich zu Hause an, wo Sie möglichst häufig drauf gucken können. Dann brauchen Sie es nicht selber sagen. Aber selber sagen unter der Dusche und bei jeden Gelegenheiten ist natürlich auch sehr sinnvoll. Und weil in letzter Zeit jede Menge Leute auch von wieder neuen Sachen reden, ich bin diesen Mittwoch bei so einer Veranstaltung gewesen, da geht es wieder um neue Sachen, da werde ich allerdings erst nach Prüfung drüber berichten. Aber habe ich auch gemerkt, dass es viele Leute haben Probleme mit der Gesundheit. Und da bin ich wieder mal auf die Wurzeln gekommen, von denen Herr Dr. Steuer heute so physikalisch gesprochen hat. Und eine dieser Wurzeln, seien Sie nicht erschreckt, ist, die ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde, wenn wir auf die Seite 2 umschlagen. Vielleicht, manche haben das schon vermutet, manche kennen das schon. Ne? Ja, herzlichen Dank. Jetzt kommt der Köstritzer und ein Pilz. So ist das richtig. Prost. Prost, ja. Muss auch sein. Also, es gibt ja viele Möglichkeiten, gesund zu werden. Herr Dr. Hamer hat einige aufgezeigt. Auch der auf deiner Liste nicht vorhandene Dr. Med. Wilhelm Reich war ja auf der Spur nicht nur der Wirbelenergie, sondern wie man mit Krebs und schweren Krankheiten umgeht. Und ja, hier, das ist von einem Autor namens Jan Polski, den einen oder anderen werden kennen, weil sein Buch, es war eigentlich damals ein Bestseller. Nicht? Also Lieben heißt die Angst verlieren, Originaltitel Love is Letting Go of Fear. Ja. Ne?
Und er hat aus seinem reichhaltigen Leben in dem Buch auch berichtet, dass ich ihn wärmstens empfehle, denn er war als Psychiater tätig. Also medizinisches Fachgebiet und Psychiater, also nicht Psychologe, sondern Psychiater ist der Arzt, der fürs Gehirn direkt zuständig ist. Ja, und das waren hochinteressante Szenerien, die er da in seinem Buch beschrieben hat. Hier habe ich ihn illustriert wiedergegeben, was so die wesentlichen Aussagen sind, weil das ist das Rüstzeug, das Sie haben sollten, um noch die paar wenigen Monaten bis zur Befreiung durchzuhalten. Denken Sie mal daran, Sie müssen fit sein, wenn die Reichsdeutschen kommen. Ja? Nicht vorher beim Chemo oder anderen BRD-Arzt nicht umfallen oder dergleichen oder hier, ne? bei der BRD-Arbeit einschlafen. Ne? Das ist nicht gesund. Ne? Also da müssen Sie was dringend tun, um durchzuhalten. Und deswegen beschäftigen wir uns mit der frohen Botschaft, Liebe als Heilmittel. Und hören uns mal an, was der bekannte Autor Jampolsky da zu sagen hat. Also das Buch von Dr. Med. Gerald G. Jampolsky, Originaltitel Love is Letting Go of Fear, enthält einige Zeichnungen, die Angst-kontra-Liebe-Situation kritisch beleuchten. Hier bringe ich einige Zitate, die ich zur Diskussion stelle. Also jeder ist herzlich eingeladen, hier dann mitzudiskutieren oder dann auf der YouTube-Webseite Kommentare abzugeben. Aber keine Beleidigung, die veröffentliche ich nicht. So, die Vergangenheit hat immer geöffnet. Da habe ich auch etwas Größeres. Und, ich soll das auch länger in die Kamera halten, ist mir schon gesagt worden. Also, mal kicken. Ja, genau. Also, Vergangenheit hat immer geöffnet. Ne? Und dazu passt zum Beispiel diese Sache hier. Ne? Ne? Also, da haben wir hier Schuldgefühle, Zukunftsangst. Ne? Also, Zukunft ist nie geschlossen, Vergangenheit hat immer geöffnet. Und hier bei Schuldgefühle, das fand ich ein ganz starkes Ding, weil das kennen wir ja auch aus dem Kreditwesen. Wir nehmen Kredit drauf, haben Schuld nicht und auf dieser Ebene arbeiten wir immer. Ne? Dabei müsste ja normalerweise das Geld sogar zinslos vertrieben werden. Ne? So wie Sarah Wagenknecht das auch fordert. Ich brächte die Bankenherrschaft, da müssen wir den Zins brechen, Frau Wagenknecht. Ne? Die Idee ist nicht ganz neu. Sie stammt aus dem Jahr 1919, Gottfried Feder, ne? Brecht die Zinsknechtschaft. Ne? Ja, und das sind Sie denn, ne? Wenn Sie sich nicht auf die Gegenwart konzentrieren. Nicht? Da ist die Vergangenheit, da ist die nicht. Ja, und wie wird man die los? So meinte Jampolsky das. Naja, gehen Sie in Ihre Liebe. Ne? Ja. Jo, dann zack, weg, ne? Und so weiter. Ne? Also gucken wir uns das hier an. Von kleinen Kindern, jetzt wieder hier beim Text, von kleinen Kindern können wir sehr viel lernen. Sie haben sich dem Konzept einer linearen Zeit mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft doch nicht angepasst. Sie sind nur auf die unmittelbare Gegenwart bezogen. Sie fühlen, dass sie mit allem, mit der Welt als Teil eines Ganzen verbunden sind. Nicht, die können sich in den einen Moment rauf, im nächsten Moment spielen sie schon wieder im Sandkasten. Nicht? Also wer junge Kinder erlebt hat, der weiß, dass das ganz... Da streiten sich noch die Nachbarseltern, da spielen die schon wieder im Sandkasten zusammen. Ne? Also überhaupt keinen Begriff für Zeit. Nicht? Das merkt man auch, die kommen nie pünktlich zum Essen. Ja. Nur so als Idee. Sie fühlen, dass sie bei manchen geht das sogar im Teenager- und Erwachsenenzeitalter noch weiter so. Nicht? Also sie fühlen, dass sie mit allem, mit der Welt, achso, hatten wir als Teil des Ganzen verbunden sind, für mich verkörpern sie wahre Unschuld, Liebe, Weisheit und Vergebung. Ja. Alle Angst ist Vergangenheit. Eine interessante Aussage. Alle Angst ist Vergangenheit und nur Liebe ist hier. Also in der Gegenwart die Liebe spüren. Ja. Ne? Ja. Liebe, Leben, ja. Was ist wirklich? Die meisten von uns sind sich im Unklaren darüber, was wirklich ist. Obwohl wir ahnen, dass da etwas mehr ist, versuchen wir uns mit einer Realität abzufinden, die ausschließlich auf den Rückmeldungen unserer physischen Sinne beruht. Um diese Wirklichkeit zu bekräftigen, schauen wir nach dem, was unsere Kultur als gesund, normal und daher als wirklich definiert. Genau. Denken Sie immer an das viele Schuld. Das wird regelmäßig verstärkt auf allen Medien, damit Sie das auch ja glauben. Ja? Okay, das steckt auch immer darin. Aber wo passt die Liebe in dieses Schema? Hätte unser Leben nicht mehr Sinn, wenn wir das als unsere Wirklichkeit betrachteten, was weder einen Anfang noch ein Ende hat, also ohne Vergangenheit und Zukunft, das meint er hier. Ne? Einzig die Liebe passt in diese Definition des Ewigen. Ja, kann man so sagen. Alles andere ist vergänglich und bedeutungslos. Angst entstellt immer
unsere Wahrnehmung und verwirrt uns in Bezug auf das, was geschieht. Nicht? Also hier auch ganz interessant, ne? Dieses Bildchen, nicht? Drinnen laufen alte Filme, ja. Ne? Und darunter, also Lächeln, Liebe. Ne? Ich will mal gucken, ich habe das hier, glaube ich, auch hier ist so ein Originalbuch, schon ein bisschen abgewetzt, häufig gelesen, sehen Sie ja. Ne? Genau, nicht dass, also nicht, dass Sie denken, ich erzähle Ihnen Unsinn. Sowas ist in diesem Buch drin. Ne? Die meisten haben die alten Filme im Kopf. Dabei muss man sich eigentlich auf die Gegenwart und die Liebe konzentrieren, das ist viel wichtiger. Ne? So sieht auch so ein Cover hier aus. Nicht? Also man völlig entspannt, fliegt man mit dem Herzen davon. Ne? Also allein das Bild ist ein Nobelpreis wert. Ne? Oh, angekommen hier und jetzt, hier, gibt er das mal. Ne? So, lesen wir weiter. Liebe bedeutet die totale Abwesenheit von Angst. Also ich kenne das Buch schon sehr lange. Nur so als Ideentipp, ne? Ja. Liebe stellt keine Fragen. Naja, mal gucken. Ihre natürlichen Beschaffenheiten sind ein Ausdehnen und sich verbreiten, kein Vergleichen und Messen. Ja, Vergleichen und Messen, das ist immer nicht gut, ne? Also es gibt immer einen, der klüger ist, immer einen, der größer ist, naja und so weiter. Sie verstehen, was ich meine. Liebe ist daher alles, was wirklich von Wert ist. Angst kann uns nichts bieten, weil sie nichts ist. Denken Sie an Herrn Dr. Stoll, der hat ja, zitiert immer gerne Napoleon, ne? Angst und Möglichkeit ist gestrichen. Genau. Und wie schaffen Sie das? Mit Liebe. Ja. Also bei der Angst zumindest. Ja. Obwohl Liebe immer das ist, was wir wirklich wollen, fürchten wir uns oft vor ihr, ohne uns dessen bewusst zu sein. Ja, das habe ich auch schon häufiger erlebt. Ne? Leute haben Angst vor der Liebe und die hauen dann ab. Ne? Ja. Das mag der Grund dafür sein, dass wir uns ihrer Anwesenheit gegenüber manchmal blind und taub stellen. Ja, ist gefährlich, ne? Man muss sich ja eventuell auf einen anderen Menschen einlassen. Ne? Ja, was da alles passieren könnte. Könnten Kinder kommen, ne? Und noch andere Verwicklungen. Ja. Jedoch, während wir uns selbst und anderen helfen, die Angst zu verlieren, beginnen wir eine persönliche Veränderung zu spüren. Wir fangen an, über unsere alte Realität, die durch unsere physischen Sinne bestimmt war, hinauszusehen und gelangen zu einer Klarheit, in der wir erkennen, dass alle Gemüter miteinander verbunden sind, dass wir an einem gemeinsamen Selbst teilhaben und dass innerer Frieden und Lieben tatsächlich alles sind, was wir wirklich, was wirklich ist. Ja gut, mit anderen verbunden, es gibt natürlich vielleicht den einen oder anderen Genossen, mit dem man noch nicht verbunden sein möchte, ne? Aber wir dürfen ja noch üben. Ne? Denken Sie daran. Ist schon klar, ja. Also, und das sagt er dann auch etwas über unsere tatsächlichen Ängste aus, nicht? Also, gucken Sie da mal hin. Also, mit Liebe als unsere einzige Wirklichkeit können Gesundheit und Ganzheit als innerer Frieden betrachtet werden. Und Heilung, wir sprechen hier von Heilung, also es ist ein Heilmittel, ist gleich dem Verlieren der Angst. Das ist klar, wenn Sie verliebt sind und einen liebenden Partner haben, ja, was interessiert ja noch der Rest der Welt, ja. Dann probieren wir es einfach mal aus. Es ist herrlich, es ist wunderbar. Ja, wunderbar. Du noch auch täglich. Ich habe 23 jüngere Freunde. 23 Jahre jünger, wie sich das gehört. Bild hübsch, muss es sein. Ja, wohnt bei mir im Haus noch besser. Ja, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, wie es so schön heißt. So muss es sein. Es gibt da noch den anderen Spruch mit den Bauern, aber gut, den lassen wir mal weg. Sie merken, wir sind ja recht locker und lustig. Ich habe eins gelernt nach der Wende. Niemals erstens dem Geld hinterher zu laufen und zweitens nicht den Weibern hinterher zu laufen. Du musst wie eine Spinne im Netz sitzen, es muss alles zu dir kommen von alleine. Und genau das ist auch passiert. Dann kommt alles von alleine zu mir. Geld und Weibern. Musst du aufpassen, dass Kind jetzt mit der Spinne kommt. Dann bin ich stärker. Deswegen sage ich kann sich ins Gegenteil verkehren. Ja. Aufpassen. Das sind Rivalenkämpfe. Ja. Ja. Und das Positive bestärken. Ne? Also Liebe, Liebe, Liebe. Liebe heißt also Angst verlieren. Ja, also allein schon, dass hier das Wort Angst drin ist, ist schon ein halber Fehler. Oder nee, vielleicht ein ganzer. Also einfach Liebe. Ne? So. Ja, mit Liebe erreicht man alles. Es gibt da auch das Hohe Lied. Das ist auch wunderbar in der Bibel. Aber das wollte ich heute nicht bringen. Ich dachte mir, Jampolsky mit den wunderbaren Sachen ist wichtig. Also die Vergangenheit
immer wieder ablaufen lassen. Also jetzt von den Fehlern müssen wir ja auch mal reden. Ja. Wir alle schaffen unsere eigenen Störfaktoren, die das Sehen, Hören und Erleben von Liebe in uns selbst und in anderen nur beeinträchtigen können. Das habe ich auch vor kurzem erlebt. Da hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der hat nicht hingehört. Der hat nur das gesehen, was er sehen wollte oder hören wollte. Ne? Ja, sowas gibt es auch. Ne? Da, wenn man Angst um irgendetwas hat, nicht, und sei es nur eine Kleinigkeit, dann hört man gar nicht, was der andere mehr sah. Und wenn man es gehört hätte, dann wäre die Angst sogar weg. Ja, aber dann hat man so einen Tunnelblick. Ne? Ich kenne das vielleicht an sich selber oder anderen. Die selbst auferlegte Störung hält uns in einem alten Vorstellungssystem fest, das wir wiederholt anwenden, obwohl es uns nicht das bringt, was wir wollen. Ja, also diesbezüglich muss ich sagen, bewundere ich Sie, dass Sie so viel Geduld mit uns beiden hier haben. Weil wir ein Vorstellungsbild, oder Vorstellungssystem hier präsentiert, das ist ja, ich will mal so sagen, wenn ich es freundlich aus sagen will, gewöhnungsbedürftig, ne? Weil das haben Sie ja sonst kaum woanders. Ja, also da bewundere ich Ihre Geduld selber, ja, dass Sie mit uns so geduldig sind. Ja. Unser Verstand kann als Filmarchiv angesehen werden, in dem Unmengen von Spielfilmen über unsere früheren Erfahrungen gespeichert sind. Unter dem Motto, Sie selber als Filmregisseur, stellen Sie sich das mal vor. Die Bilder dieser Filme überlagen sich nicht nur gegenseitig, sondern sind auch noch der Linse vorgelagert, durch die wir die Gegenwart erleben. Folglich sehen und hören wir die Gegenwart niemals wirklich so, wie sie ist. Wir sehen lediglich Bruchstücke davon und entstellten alten Erinnerungen hindurch, Bruchstücke davon durch die entstellten alten Erinnerungen hindurch, die wir über die Gegenwart gelagert haben. Wenn wir wollen, können wir uns mit zunehmender Effektivität der aktiven Imagination bedienen, um alles von diesen alten Filmen zu löschen. Ne? Bis auf die Liebe natürlich. Ne? Die Liebe sollten Sie immer mitnehmen. Dies erfordert ein Loslassen unseres alten Haftens an Schuldgefühlen und Angst. Ja, ne? Alte Schuld abstoßen. Ne? Hier ist ja schließlich kein Abladeplatz für Schuld. Nicht? Ja. Innerer Friede durch Vergebung. Ja, jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Ich habe Therapeuten erlebt in diesem Thema, die mussten an ihrer Vergebung zu ihrer eigenen Geschichte massiv arbeiten. Wahrscheinlich sind sie auch deswegen Therapeuten geworden. Ja? Also man sucht sich ja häufig ein Berufsfeld, um auch selber zu wachsen. Nicht nur um an Menschen zu arbeiten, klar. Ne? Und das gehört logischerweise für Sie. Sie müssen das so sehen. Es geht hier nicht um historische, im weitesten Sinne, ja, Aufarbeitung. Sondern Sie müssen an Ihre Zukunft oder besser an Ihre Gegenwart denken. Und wenn Sie da mit Liebe und Vergebung arbeiten, dann sind Sie genau richtig. Ja? Dann kommen Sie, wie er sagt, er rennt ja nicht hinterher. Klar, das wollen Sie auch jemandem grollen. Vor allen Dingen im privaten oder persönlichen Bereich macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Der Berufsstand mit der höchsten Selbstmordrate ist der des Psychiaters. Ja, ich hätte Chirurgen gedacht. Er selber einen Kugel hupfen. Die höchste Selbstmordrate bei dem Psychiater. Ja. Innerer Frieden, also durch Vergebung. Wenn wir inneren Frieden als einziges Ziel haben, es gibt natürlich auch andere Ziele, aber innerer Frieden, ne, wird Vergeben unsere einzige Aufgabe. Vergebung ist das Mittel zur Korrektur unserer falschen Wahrnehmung und um uns zu helfen, unsere Angst loszuwerden. Also wenn Sie jemanden vergeben, also erstmal müssen Sie damit anfangen, sich selbst zu lieben, sich selbst zu vergeben. Wenn Sie das drauf haben, dann geht es bei anderen auch. Die müssen bei sich anfangen. Die Welt verändern kann man bei sich am ehesten. Und dann kommen vielleicht andere dran. So, ne? Das meint das hier. Falschen Wahrnehmung und um uns zu helfen, unsere Angst loszuwerden. Einfach ausgedrückt, vergeben ist loslassen. Genau. Wie er sagt, ne? Er rennt nicht hinterher. Tschüssikowski. Ne? Gesegneten Heimweg, was auch immer. Ne? Gesegnete Heimreise, werden wir ja demnächst millionenfach sagen können. Ne? Und das meinen wir ganz positiv. Das meinen wir ganz positiv, um das klar und deutlich zu sagen. Der erste Schritt der Umschulung, weil es gibt kaum ein Land, in dem nicht irgendwas gemacht werden muss. Also ich kenne kaum einen, nicht mal die USA. Als ich die bereist habe, dachte ich mir, naja, hier kann man auch an jeder Ecke noch die Ärmel hochkrempeln.
Und erst recht in den Ländern, um die es hier geht, die ich meine. Also, der erste Schritt der Umschulung unseres Geistes ist, inneren Frieden als unser einziges Ziel zu stecken. Das bedeutet, über uns selbst zuerst im Sinne von Selbsterfüllung und nicht Selbsttüchtigkeit zu denken. Also, denken Sie daran, wie werde ich glücklich? Und ja, das funktioniert dann auch mit dem inneren Frieden. So, der zweite Schritt ist Vergeben. Viele von uns werden frustriert, wenn wir Fehler machen. Ja, Fehler machen ist normal. Nur wenn nichts, macht keine Genau. Fehler. Hier, denken Sie an, Herr Steuer ist ein super Beispiel. Er sagt immer, er liebt Katastrophen. Natürlich. Katastrophen sind normal. Ja, wir werden ja meistens noch nicht mal so alt, dass wir wenigstens eine große Naturkatastrophe selbst erleben. Ja? Aber viele von denen hören wir denn nicht. Da ist ein Berg runtergekommen, da kam ein Tsunami. Ne? Ja, die haben das persönlich erlebt, so eine Katastrophe. Aber das ist normal. Die Erde ist in ständiger Bewegung. Eben. Und eine Wesenheit. Genau. Und wir ja auch nur. Problem ist halt, wenn man den Verstand verliert bei einer Katastrophe. Ja, das ist schlimm. Das ist das Problem. Ja, das Leben geht ja noch, aber der Verstand ist schlimm. Ja. Nein. Wenn man bis zum Halse in der Scheiße steckt, nicht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Ne? Genau. Den Mund zu machen, die Nase zum Atmen. So sind das auch. Also, das ist ja das Schöne, wenn die Scheiße bis hierher geht, dann kannst du den Kopf gar nicht mehr hängen lassen. Aber dann musst du ruhig sein, damit nicht noch mehr von der Kuh draufkommt. Ne? Ja. Da gibt es diesen Witz da von Hermann Löns oder so. Ne? Ja. Ja. Gut. Also der zweite Schritt ist Vergebung. Aufgrund unserer fehlerhaften Wahrnehmung ihres Verhaltens ist es schwierig, sie zu lieben. Ach so. Ja, ich muss mal, manche Menschen erscheinen von unseren alten, verzerrten Werten und Erfahrungen her gesehen einfach nicht als liebenswert. Das kommt vor. Ne? So, aufgrund unserer fehlerhaften Wahrnehmung ihres Verhaltens, also der anderen Menschen, ne, ist es schwierig, sie zu lieben. Wenn wir inneren Frieden als einziges Ziel haben, können wir den zweiten Schritt tun, vergeben und es vorziehen, andere als Liebe anbietend anzusehen oder als ängstlich, ganz wichtiger Punkt, als ängstlich und um Hilfe in Form von Liebe rufen. Ja, die meisten haben ja Angst, weil sie genau nach dem Ausschau halten, will ich mal nennen, nach dem jeder Mensch Ausschau hält. Nach einem, der einen versteht, der einen liebt, der einen wenigstens mag, mit dem man mal ein Bier trinken gehen kann. Und viele wissen gar nicht, wie man das heute noch macht oder so. Ja. Nicht? Also, erkennen Sie auch die Angst in einem anderen. Ich sage ja, lesen Sie das Buch an. Der beschreibt da Fälle aus seiner Praxis. Ja. Das war, also wirklich, ich dachte mir, wow. Ja, also das muss, ja, dieses Buch hier, ne, das gibt es bestimmt preiswert. Antiquarisch oder Lieben heißt die Angst verlieren. Oder eben in einer, das ist eine ältere Ausgabe, es gibt auch neuere. Ja, hier steht genau der Titel drin, also im Infoblatt und so weiter. Ja. So, also gucken wir weiter. Form von Liebe rufen. Ja, ja, jeder Mensch braucht Liebe. Ne? Mit dieser neuen Wahrnehmung wird es leichter, andere Menschen gänzlich zu lieben und zu bejahen und daher gleichzeitig inneren Frieden zu erleben. Andere Menschen brauchen sich nicht zu verändern. Ganz wichtig. Andere Menschen brauchen sich nicht zu verändern, damit wir inneren Frieden erleben können. Das geht von einem selber aus. Nicht? Und die Illustration hier auch nochmal, da habe ich natürlich, als ich das, also ich habe noch, bevor ich ihn kennengelernt habe, kannte ich dieses Bild. Ja? Zeige ich dir gleich. Ne? Ja. Nicht? Er hat, sagt ja immer, Spruch, ne, Napoleon, Angst und Unmöglichkeit kenne ich nicht. Und was kennt der Normalbürger? Genau hier. Kann nicht, unmöglich. Das ist der Normalbürger. Der soll ja auch so bleiben. Und wo ist er angeschlossen hier? Na, ist immer ein, Vergangenheit und Zukunft. Ja? Sehen Sie das? Ja? So. Das habe ich schon in den 90er kennengelernt. Nicht? Ja, und die Lösung ist, schmeißen den Apparat weg. Ne? Leben Sie in der Gegenwart. Lassen Sie sich nicht von der Vergangenheit Angst machen und von der Zukunft auch nicht. Die Gegenwart ist der Weg. Das Hier und Jetzt, wie die manchen auch sagen. Ne? Ja. Als ich den Typen gesehen hatte, nicht, und dann kam er später. Ne? Also, Angst und Unmöglichkeit. Ja. Nee, ja. Hier haben Sie das auch nochmal im Infoblatt abgebildet und die Daten zum Buch. Ne? Ja, danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Super, ja.